Ja, hallo Leute, willkommen bei Echos Fotogi Review. Heute mal Sony Alpha 7R4 mit dem 200-600, 6,3 bei 600 mm, gegen Canon R5 mit dem 800 mm F11. Das wollen wir mal schauen, was ist denn schärfer? Ich meine, die Sony 60 Megapixel, dafür nur 600 mm. Canon 45 Megapixel, aber 800 mm. Wie wirkt sich das aus? Da schauen wir mal rein und springen mal rüber zu Lightroom. So, hier links sieht man das gesamte Bild und wir sind schon reingezoomt, 2 zu 1. Ja, ein Schild, Wasserschutzgebiet und das ist jetzt das 200-600. Mit der Sony 7R4. Das ist das DNG unbearbeitet. Können wir ja nochmal vergleichen, wie das DNG gegen das JPEG aussieht. So, und das JPEG macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Sowieso bei Sony muss ich sagen, dass die JPEGs mir insgesamt besser gefallen als bei Canon. Kurzer Überblick, aber spannender ist jetzt ja, wie sieht es jetzt aus? Canon gegen Sony. Da nehmen wir jetzt auch mal von der Canon das ganz normale DNG. Und jetzt können wir mal schauen, dass man so ungefähr den Größensprung sieht, wie sich das auswirkt. Hüpfe ich nochmal zurück und jetzt ist hier dieser Schilderrahmen ziemlich weit unten und hier oben die Welle ist die Grenze und gehen wir hier zurück, ist hier wieder die Welle die Grenze beim Sony und der Schilderrahmen ist weiter oben. Also eine etwas weniger Vergrößerung haben wir mit dem 200-600. Und jetzt machen wir doch mal Direktgegenüberstellung. So, ich bin schon 2 zu 1 reingezoomt und in der Mitte kann man sich bei beiden nicht beschweren. Gute Schärfe, sowohl beim 800er hier rechts als auch beim 200-600. Ja, insgesamt wirkt das hier mit den Reifen und das gesamte Schild wirkt etwas geradliniger, noch etwas schärfer und satter. So, ein ganz kleiner Vorteil, also wirklich im Zentrum mit dem Canon 800. So, aber wie sieht es jetzt aus, wenn wir im Bild mal so ein bisschen uns hier andere Bereiche anschauen? Und da gehen wir mal hier auf das eine geparkte Auto. So, und da kann man eigentlich ziemlich schnell sehen, dass links ist Sony 7R4 mit dem 600 und rechts die R5 mit dem 800 F11. Also in dem Bereich ist das 800er also wirklich überhaupt nicht mehr scharf. Da kann man ja überhaupt nicht erkennen, dass das hier ein Türgriff sein soll. Und auch die gesamten Spiegelungen sind einfach ja, beim Sony 600 viel, viel schärfer. Mal gucken, was man noch so vergleichen kann. Ja, hier die Linien von dem Auto davor. Gut, beim 800er ist hier immer ein Schluss. Aber man sieht hier, dass das sehr, sehr unscharf ist. Und hier im Vergleich, wenn ich das in den gleichen Bereich ziehe, beim Sony doch viel, viel schärfer ist. Und jetzt gucken wir uns auch dieses Fenster mal an.
rechts mit dem Kanon 800 mm. Ja, da ist keine feine Struktur mehr zu erkennen. Wo ich mir den 600, mit dem 200, 600 vom Sony doch noch schönere Ergebnisse erziele. Auch hier der Winkel von dem Metall. Das sieht hier beim Canon 800er nicht mehr wirklich gut aus. So, dann war auf der Straße. Gucken wir mal. Hier ist noch so ein Gulli-Deckel. Mal gucken, wo war der denn jetzt hier? Da oben. So. Wie gesagt, immer noch 2:1 reingezoomt. Und hier beim linken. Bei dem Sony sehe ich doch viel mehr Anteile des Gullideckels, viel exakter. Und das, obwohl ja hier beim 800er alles ein kleinen Tick zwar größer ist, aber nicht schärfer. Und ja, so muss man eigentlich sagen, also richtig praxisgerecht ist das 800F11 ehrlich gesagt nicht. Dann nehme ich doch lieber die Sony 7R4 und habe im gesamten, also der Autofokusbereich kann im gesamten Sektor, kann alle Bereiche ansteuern, alle Autofokussensoren. Und mit dem 800F11 bin ich ziemlich weit aufs Zentrum fixiert. Und wenn der Vogel dann hier irgendwo am Rand rumfliegt, was natürlich bei Bird in Flight sehr oft passiert, dann habe ich deutlich unschärfere Bilder. Ist also eigentlich nur ein netter Gimmick, wenn man vom Stativ ganz kleine Vögel in der Entfernung, die wirklich nur im Zentrum sind, dann, ja, dann ist das 800F11 nicht schlecht, ist ja vom Preis her dann auch nicht ganz so teuer, aber ich weiß nicht, so für Vögel im Flug, da würde ich jederzeit die 200, 600 vorziehen von, mit der 7R4 und ja. Können wir auch nochmal die JPEGs gegeneinander vergleichen, wie die so aussehen. Ach, das ist allerdings, muss ich wieder hier das so machen. Ob man sagen kann, okay, vielleicht kommt bei den JPEGs irgendwie mehr rum. Und wie gesagt, ich hatte vorhin schon erwähnt, Sony JPEGs gefallen mir besser und jetzt guckt sich einer mal dieses Canon JPEG an. Da ist ja vom Gullideckel nicht mehr viel zu erkennen. Und da gehen wir dann auch noch mal auf die gleiche Stelle. Tja, noch unschärfer alles. Wirkt zwar jetzt harmonischer, nicht so grisselig und so, aber Schärfe ist bei dem Canon JPEG hier in dem Bereich nichts mehr vorhanden. Allerdings war es auch vorher schon recht schlecht. Von daher ziemlich egal. Und ja, also kurz und knapp, klarer Sieger für einen Praxistest, gerade mit bewegten Motiven. Sony 200, 600 mit der 7R4. Und ja, schreibt mal, was ihr davon so haltet. Und das soll es jetzt auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und alles Gute, euer Echo.